Heute geht es um das Thema Cortisol, das sogenannte Dickmacherhormon. Vielleicht kennst du das, du gehst zum Sport, du hast die Ernährung umgestellt und irgendwie geht es mit der Gewichtsabnahme nicht mehr voran. Dann kann das natürlich mit dem Cortisolspiegel zusammenhängen. Cortisol ist wie gesagt nur ein Puzzleteil bei der Körperfettreduktion, aber ein ganz entscheidendes. Also es spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Im ersten Video haben wir das schon thematisiert. Ich werde es nochmal in die Infokarte verlinken. Da kannst du natürlich auch gerne draufschauen. Und da erkläre ich in 8 Minuten nochmal, was Cortisol macht, wo es herkommt. Also wird in der Nebenniere gebildet, genauer gesagt in der Nebennierenrinde, in der zweiten Schicht davon. Und ist auch wichtig tatsächlich, da gehen wir aber nachher noch drauf ein, aber im Übermaß natürlich sehr gesundheitsschädigend. Mir wurde dazu ein Bericht zugespielt und den werden wir jetzt mal anmachen, beziehungsweise werde ich mir hier aufrufen. Ja, und dann werden wir da mal Stellung dazu beziehen. Und ich werde das mal so ein bisschen kommentieren, also eine kleine Reaction drauf machen. Alles, was du über das Stresshormon wissen musst, im Beruf die nächste Beförderung nicht verpassen, die Familienplanung auf den Weg bringen, mindestens ein aufwendiges Hobby verfolgen und überdies die Freunde nicht vernachlässigen. Kein Wunder, dass Stress als neue Volkskrankheit gilt. Wir sind in einer Multi-Optionsgesellschaft. Ja? Wir sind immer hin und her. Hier zwischen E-Mails beantworten oder Nachrichten, Straßenverkehr zum Arbeitgeber, Steuerberater wartet, die Kinder wollen zum Training, ne? Die Frauen müssen noch einen Job machen, müssen Mutter sein, müssen Karriere machen, müssen immer perfekt gestylt sein und. Das sind alles Stressoren. Und diese Stressoren in dieser hohen Potenz, die sind natürlich Gift für uns. Wie gesagt, Cortisol ist wichtig, auch in puncto Entzündungshemmung, da kommen wir aber noch gleich dazu, aber es blockiert auch die Fettverbrennung. Und wenn wir jetzt mal die Brücke zum Training schlagen, ist es so, es gibt die sogenannte Gluconeogenese. Bedeutet also, wenn der Körper einen sehr, sehr hohen Cortisolspiegel hat, dann geht es irgendwann, wird es katabol. Also katabol bedeutet abbauend. Und wenn du jetzt zum Beispiel lange trainierst, 60 Minuten, 75 Minuten, dann kommst du irgendwann in diese Phase rein und dann wird der Körper alles versuchen, alles nutzen, um irgendwie Energie draus zu machen. Ja. Und das ist, wie gesagt, denn die Energie nimmt er dann halt auch aus dem Muskelprotein. Und deshalb Katabol abbauend. Ja, weil er die Aminosäuren dort rauslöst, macht Zucker draus und gibt es ab ins Blut. Und dann hast du das Problem, dass du wieder Schwankungen im Blutzuckerspiegel hast. Ja, das ist dann wie so eine Achterbahn. Und Schwankungen im Blutzuckerspiegel können dich müde machen, für Heißhungerattacken sorgen. Du wirst eventuell schlapp, unkonzentriert und. Also es ist, ist eine Kaskade aus negativen Effekten. Und wenn du jetzt zum Beispiel sowieso schon übergewichtig bist oder Diabetes hast oder sonst irgendwas und hast dann noch Dauerstress, dann kann man sich natürlich denken, was das für eine tödliche Kombi ist. Okay, schauen wir mal weiter. Was bewirkt Cortisol im Körper? Cortisol wirkt als Schutzschild gegen Belastungen und Entzündungen, ja, das ist klar, und hilft dem Gehirn, Glucose als Energiequelle zu nutzen. Dadurch nimmt es auch Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und den Fettstoffwechsel. Das haben wir schon alles gesagt, okay. Ach, hier steht es nochmal. Ein erhöhter Cortisolspiegel kann sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit, den Schlaf, die Entspannung, das Abnehmen auswirken. Da wären wir wieder bei dieser Negativkaskade. Ich werde auch den Bericht unten verlinken. Ja, das ist klar. Dann kannst du das ganz entspannt mal durchlesen. Und werde noch weitere Videos zu diesem Thema, also vor allen Dingen was zum Beispiel Ausdauertraining, warum Ausdauertraining dich eventuell dick macht oder du so ein Läuferbäuchlein bekommst. Ja, das wissen ja auch viele nicht. Die machen Ausdauer ohne Ende. Gerade Frauen sind dafür prädestiniert und die bekommen dann Fett an Hüfte, Fett am Bauch und können sich das gar nicht erklären. Das hat alles seinen Sinn. Aber wie gesagt, kommen wir noch dazu. Cortisol wird in Belastungssituationen ausgeschüttet. Also man kennt das, Belastungssituationen. Als Konsequenz erhöhen sich die Frequenz und der Blutdruck. Dies macht den Körper und den Geist leistungsfähiger. Also in erster Linie ist Cortisol mal wichtig. Früher hat man gesagt, das ist der Kampf mit dem Säbelzahntiger, also evolutionär gesehen. Da hast du Cortisol gebraucht. Und der große Witz ist, dass Cortisol zum Beispiel mit deinem parasympathischen Nervensystem kommuniziert und dann sagt, hey, parasympathisches Nervensystem, ich weiß, du bist wichtig, du bist für die Verdauung zuständig, du bist für die Regeneration zuständig, für den Schlaf zuständig und. Aber jetzt machst du mal Pause. Weil ich brauche jetzt die Energie, weil ein Verdauungssystem zieht natürlich Energie, weil ich jetzt gegen den Säbelzahntiger kämpfen muss oder vor dem Mammut abhauen muss. Ja, das muss man verstehen. Das zieht die Energie an der einen Stelle ab und verwendet es auf die andere. Gestörter Schlaf, gestörte Verdauung und gestörte Regeneration sind natürlich sehr, sehr schlecht, was auch den Fettabbau betrifft,
beziehungsweise begünstigen den Fettaufbau. Auch ein schlechter Schlaf. Es ist extrem wichtig, gut zu schlafen. Extrem, extrem, extrem wichtig, weil sonst hast du wieder Verschiebungen mit dem Leptin. Also Leptin bedeutet quasi das Sättigungshormon und zwischen Ghrelin. Und das Ghrelin regt den Hunger an. Wenn man sagt, wer schlecht schläft, hat einen hohen Ghrelinspiegel tagsüber. Also der bekommt immer Heißhunger, der immer Hunger. Ja? Stress, klar, dein Hirn hat Stress. Also was sagt dein Hirn? Bring Nahrung bei, ich habe Stress, ich brauche diese Energie. Und jetzt kommt die Krux. Du nimmst natürlich viel mehr Energie auf durch die Nahrung, vor allen Dingen schnelle Energie, kurzkettig, ja, das sind die Heißhungerattacken, wie dein Hirn überhaupt verbraucht. Also dein Hirn verbraucht 18% der Gesamtenergie, das ist schon der helle Wahnsinn. Und das zieht dann natürlich ohne Ende, zieht ohne Ende. So, der Körper ist dann permanent in Alarmbereitschaft. Das ist dieser Fight-or-Flight-Modus, von dem wir gesprochen haben. Alle nicht lebensnotwendigen Prozesse werden infolgedessen zurückgestellt. Dies ist beispielsweise der Grund dafür, dass ein Cortisolüberschuss das Abnehmen verhindern kann, aber auch ein stressbedingter Haarausfall, ja? Sieht man an mir. Nee, das hat wahrscheinlich andere Gründe. Ja? Kannst du bei mir in der Ahnenforschung betreiben. Ich glaube, da hat noch nie einer mehr als drei Haare auf dem Kopf gehabt. Ja? Das ist halt eben so. So, Ursachen und Folgen. Also wir werden jetzt nicht alles im Detail durchlesen. Ich werde das nochmal unten verlinken. Die Ursachen sind zum Beispiel Alkoholismus, starkes Übergewicht und Depressionen als medizinische Risikofaktoren. Das ist auch super interessant. Ich muss mal schauen, ob ich es reinschneiden kann. Da habe ich was Geiles gelesen. Also Risikofaktoren, Übergewicht in Bezug auf Blutzuckerspiegel. Ich weiß nicht, ob ich es reinschneiden kann wegen dieser Urheberrechtsgeschichte. Aber da haben sie einen Test gemacht mit drei Gruppen und haben die ein Computerspiel spielen lassen. Und die eine Gruppe hat in Echtzeit gespielt. Bei der anderen haben sie die Uhr, also die Geschwindigkeit der Zeit, verdoppelt und bei der anderen halbiert. Und dann haben sie festgestellt, dass der Blutzuckerspiegel mit der gefühlten Zeit korreliert. Ja? Also diejenigen, die halt mehr Stress hatten, also sie mussten alle 15 Minuten auf die Uhr schauen, die hatten dann einen viel, viel höheren Blutzuckerspiegel. Das ist eine super interessante Geschichte. Ja, obwohl es ja eigentlich nicht sein kann. Ja? Aber so krass ist es dann. Ne? Okay, neben medizinischen Ursachen kann außerdem die Lebensweise Einfluss nehmen. Da chronischer Stress sich maßgeblich auf die Cortisolwerte auswirkt, nennt man Cortisol auch das Stresshormon. Das ist jetzt nichts Neues, ja. Starkes Übergewichtsstress, hartes Training wird hier nochmal angesprochen, auch eine Unterzuckerung oder eine Tumorenbildung. Und wie gesagt, wir leben in einer Multioptionsgesellschaft. Cortisol ist auch zum Beispiel im Speichel, Urin oder Blut messbar. Dann kann man gerne auch mal einen Test machen. Und dann kann man sich das im Detail anschauen. Also man sollte da wirklich darauf achten, dass man sein Leben entsprechend so strukturiert, dass man Stress möglichst vermeidet. Das kann man auch vermeiden. Nur wir sind halt Leistungsmaschinen. Wir haben so eine Informationsflut heutzutage zu verarbeiten. Wir verarbeiten in einer Woche mehr Informationen als vor 300 Jahren in einem ganzen Leben. Ja, und es ist völlig, völlig absurd. Das ist völlig abstrakt eigentlich, ja. Was sind die Folgen jetzt eines Cortisolüberschusses? Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Schlaflosigkeit, Schlafprobleme, haben wir schon drüber gesprochen. Ja klar, Bluthochdruck natürlich. Wenn der Säbelzahntiger vor mir steht oder das Mammut hinter mir her ist, dann bop, 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 fängt an, das Herz zu schlagen. Und das halt auf Dauer, führt auch irgendwo zur Herzerkrankung irgendwann. Fehlfunktionen im Immunsystem, das ist auch klar. Wenn der Körper jetzt ein Smartphone wäre, dann sind das Gehirn und dein Immunsystem die beiden Apps, die am meisten, mit Abstand, am meisten Akku wegziehen. Sondern wenn du jetzt Energie sparen musst für den Säbelzahntiger, ja, dann sagt dein Cortisol, ey, Immunsystem mach mal halblang, Gehirn mach mal halblang, ja genau, Immunsystem mach mal halblang, so. Wir brauchen die Energie fürs Gehirn. So, und das ist klar, was dann passiert. Dann bist du natürlich viel, viel anfälliger für Krankheiten, für Viren, für Bakterien, für Infekte und. Und das ist auch der Grund, warum die Leute, die immer Stress haben, auch öfters krank sind, ja. Ja, und schlecht schlafen. Das begünstigt es wieder und können sie nicht zum Sport. Und wenn sie Sport machen, vielleicht übertreiben, machen sie nochmal zu viel, geben sich nochmal eine drauf und nochmal. Ja. Gedächtnisverlust, Konzentrationsschwierigkeiten, ganz klar. Was haben wir noch? Rücken- und Kopfschmerzen, keine Lust auf Sex. Das ist auch so was. Ich hatte auch einen Kunden, Firmenbesitzer, der hatte Probleme mit der Libido. Ja, also musst du dir vorstellen, der hat eine Firma, gutes Geld verdient, also so, dass es eigentlich für ein Leben reicht. Ja, aber
irgendwann hier unten, ne, wenn es dann halt da schon nicht mehr läuft, ist schon ein ziemlich guter Indikator dafür, dass du was ändern solltest, ja, weil bei einem gesunden Mann, es geht die Kompassnadel immer gegen den Norden, ja. Und da siehst du mal, also da ist keiner vor gefeilt, auch Geld oder sowas, ja, das nimmt natürlich ein bisschen Druck weg, aber auch das löst es im Endeffekt nicht. Hier nochmal Gewichtszunahme, Verdauungsprobleme. Es wiederholt sich alles ein bisschen. Heißhunger auf Ungesundes, Ängste und Sorgen, Traurigkeit. Das hängt dann nochmal mit hormonellen Verschiebungen zusammen. Serotonin und Dopamin machen dich happy in deiner Art zu denken. Und Cortisol macht dich traurig in deiner Art zu denken. Es ist wichtig, auf seine Gedanken zu achten. Ja. Jetzt haben wir hier noch eine Studie aus dem Jahr 2014. Hierbei sind mehrere Faktoren ausschlaggebend, beispielsweise wie lange der Stress andauert. Im Allgemeinen geht der Studienautor davon aus, dass akuter, kurzlebiger Stress die Immunfunktion des Körpers stärken kann, während chronischer, lang andauernder Stress die Immunabwehr schwächt. Das macht ja absolut Sinn, wenn man jetzt das Vorangesagte mit einbezieht. Ja. Okay, Dickmacher-Cortisol führt Stress zu Übergewicht? 52% der Deutschen sind übergewichtig. Fast genauso viele leiden unter Stress. Perfekt für das Dickmacher-Hormon Cortisol. Also das korreliert miteinander. Und hier steht es auch nochmal mit dem Hirn. Unser Gehirn verbraucht ca. 18% unserer gesamten Energie. Bei Mangel und unter Druck fordert es immer mehr Nahrung. Also ist klar, das ruft dann, gib mir, ja. Und deshalb brauchen, ja, das merkst du vielleicht an dir selbst, ne, wenn du viel Stress hast, bist viel unterwegs und auf einmal hier ein Plätzchen, da ein Stück Schokolade oder du isst den ganzen Tag über gar nichts und abends kommt es über dich, ja. Dann müssen die Chips her, dann muss die Schokolade her, dann müssen die Gummibärchen her und so weiter. Es ist eine völlig normale Reaktion. Also wenn du unter diesen Heißhungerattacken leidest, dann solltest du definitiv an deinem Stresslevel arbeiten. So, jetzt kommt es halt, wie kann man den Cortisolspiegel senken? Das habe ich auch schon im anderen Video gesagt, deshalb werde ich hier nicht so sehr aufs Detail eingehen. Klar, richtige Ernährung, ja, bedeutet also Zucker raus aus der Ernährung, gute Proteine, gute Fette, Transfette natürlich raus. Ein Versuch kann sein, Koffein zu senken. Gerade Kaffee kann auch den Cortisolausschuss begünstigen. Ich trinke selbst Kaffee, aber ich muss auch sagen, ich habe einen sehr, sehr guten Schlaf. Es hat lange gedauert, dass ich den Schlaf so hinbekommen habe. Ja, ich habe ganz früher, habe ich mehrere Jahre auf Schicht gearbeitet. Da war der Schlaf eine Katastrophe. Aber deshalb ist es heute auch so ein Heiligtum für mich. Guter Schlaf hat drei Hauptmerkmale. Also schläfst vor 23 Uhr ein, innerhalb von 5 bis 10 Minuten, wenn du jetzt alles weggemacht hast. Du schläfst die Nacht komplett durch, ja, ohne Toilettengang, die Blase ist groß genug. Und du warst morgens topfit auf. Also solltest schon eine Viertelstunde nach dem Aufstehen fit und leistungsfähig sein. Ja, bei mir ist es Gott sei Dank so, ich gehe recht früh ins Bett, immer zwischen 9 und 11, irgendwie 21 und 23 Uhr und stehe meistens auch zwischen 5 und 6 auf und schlafe immer durch. Morgens topfit, also mich kannst du da rausziehen, eine Viertelstunde später bin ich in der Regel schon am Arbeiten. Ich habe Gott sei Dank einen Job, der mir Spaß macht, ja, hier Gesundheitsberater, Ernährungsberater, Fitnesstrainer und deshalb ist es für mich gefühlt keine Arbeit und ich bin auch immer noch sehr neugierig, mich selbst weiterzubilden, meine Kunden weiterzubringen. Na, ich bin immer noch motiviert und immer noch positiv gierig, sage ich jetzt mal. Und dann ist es gefühlt keine Arbeit, deshalb geht es ganz gut. Was kannst du jetzt machen, um Schlaf zu verbessern? Naja, ganz klar, hochdosiert Magnesium vom Schlafen gehen. Da gibt es Magnesium-L-Treonat, was du nehmen kannst, oder Magnesium-Bisglycinat. Die Dosis hoch, abends Kohlenhydrate essen, ja, weil Kohlenhydrate machen müde. Das ist auch so, weil der Verzehr von Kohlenhydraten begünstigt die Bildung von Serotonin. Serotonin ist Ausgangssubstanz für Melatonin und Melatonin ist das Hormon, was sich in die Tiefschlafphase bringt. Schlafzimmer komplett abdunkeln, das Schlafzimmer vorher gut lüften, alle elektrischen Geräte aus dem Schlafzimmer raus, abends das WLAN ausschalten, wenn du das nicht kannst, ja, die meisten Router kannst du ja programmieren, dann auf jeden Fall hingehen und das Handy in Flugmodus schalten. Schauen, dass du abends vielleicht irgendwas machst, was dich runterbringt, also kein Bildschirm, vielleicht ein Buch lesen. Aber Schlaf ist etwas, da musst du dran arbeiten. Das ist A und O, auch fürs Training, ja, in puncto HGH, Wachstumshormone und so weiter. Okay, ausreichend Bewegung, ja, das sind halt allgemeine Tipps, ne? Das musst du jetzt ein bisschen für dich rausfinden. Wenn dir ein Spaziergang gut tut, dann machst du, ja. Oder wenn dir ein bisschen Yoga oder ein bisschen Meditation gut tut, da würde ich das machen. Ja, oder abends dann nochmal eine Runde raus, klassische Musik hören, oder was dich halt entspannt.
Ja, das ist wichtig, das rauszufinden und für genügend Entspannung zu sorgen. Ich glaube, wir könnten am Schlaf sparen und dann könnte man noch mehr leisten, noch produktiver sein. Aber der Körper, der ist schon eine sehr, sehr sinnvolle Einrichtung. Und er zeigt dir schon Grenzen auf. Und ich könnte es selbst nur aus meiner alten Existenz nochmal erzählen. Das Video werde ich auch mal einblenden. Und zwar komme ich ursprünglich aus einer ganz anderen Branche. Ich habe einen Job gemacht, den ich gehasst habe, ja. Über Jahre hinweg auf Schicht. Und da wollte ich unbedingt weg. Und habe dann immer parallel gearbeitet. Also habe mir das Fitness- und Trainer-Ding aufgebaut und habe, das war horrend viel Arbeit, ja, weil du hast ja in zwei Jobs gleichzeitig gearbeitet. Ja, das war wirklich, Schlaf war Mangelware, Stresslevel war boah, extrem, ja, nach Nachtschichten zum Kunden, auf irgendwelchen Parkplätzen geschlafen, zum nächsten Kunden, Manager-Training gemacht, im Fitnessstudio gearbeitet und hin und her selbst noch trainiert und das war eine Katastrophe, ja, also ich weiß, wovon ich spreche. Und deswegen ist dieses Stressmanagement, das ist sowas von extrem wichtig, ja. Was haben wir denn noch? Ein paar Praxistipps. Effizienzwahn, Ruhepausen, Ziehenergie aus mehreren Mahlzeiten. Das ist extrem wichtig, regelmäßige Mahlzeiten zu machen. Ich habe auch ein Video zu Fasten gemacht, also intermittierendes Fasten während Frühstück und empfehle auch jemanden, der viel Stress hat, viel Stress nicht zu fasten. Ja? Und zwar richtige Sachen zu essen, richtiges, echtes Essen, qualitativ gutes Essen, gute Lebensmittel, gute Proteine, gute Fettquellen bevorzugen, Zucker raus, regelmäßig essen, um den Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Drei Hauptmahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, zwei bis drei kleine Snacks zwischendurch, eine Handvoll Nüsse, auch ein Snack-Video habe ich gemacht. Du findest alles hier, kannst dich durchwühlen auf dem Kanal, es ist alles hier vorhanden. Was haben wir noch? Wann ist Stress zu viel? Naja, gut, dann sollte man ein bisschen Achtsamkeit entwickeln. Hier wird nochmal was über die Normwerte gesagt, ja, wie das gemessen wird. Und was noch wichtig zu erwähnen ist, also das ist von mir, du hast morgens einen Peak in Cortisol. Das Stresslevel ist morgens sehr, sehr hoch. Meistens bist du da auch noch klar und leistungsfähig. Und das Ganze sollte im Laufe des Tages gradual abnehmen. Das steigt zuerst an und irgendwann kippt das und sollte dann nochmal runtergehen. Und was machen die meisten Leute? Die gehen dann abends um 8 zum Training und dann geben die Vollgas, ja, vor allen Dingen Fußballer zum Beispiel, wenn die um 8 Uhr abends spielen, dann geben die Vollgas und dann können die bis 1 oder 2 Uhr gar nicht mehr einschlafen. Also dann ist die Regenerationsphase ist hinüber. Und deshalb empfehle ich persönlich auch immer das Training, wenn es machbar ist, vor 18 Uhr abzuschließen. Und auf keinen Fall nach 20 Uhr zu trainieren. So, das jetzt aber wieder, wenn Theorie auf Praxis trifft. Ja, wann trainieren die meisten? Na, die meisten Mannschaften sind abends um 8 trainiert. Oder um 19 Uhr bis 21 Uhr. Und. Aber wenn du es irgendwie machen kannst, ja, und du kannst es auch mit dir vereinbaren, in deinen Alltag integrieren, dann legt das Training eher in die erste Hälfte des Tages. Jetzt schreiben sie noch was über positiven Stress. Ja, das gibt es auch. Also dieser Eustress und Distress. Aber das werde ich jetzt nicht ausführen. Ja, und dann habe ich hier noch was gefunden über das Morbus Cushing-Syndrom. Welche Ursachen das hat. Das hat eine Störung mit dem Hypothalamus zu tun. Ich werde nochmal alles verlinken unten. Und da wird es auch nochmal beschrieben, ja, was so die negativen Begleiteffekte sind, wie Vollmondgesicht, Muskelabbau, rote Dehnungsstreifen auf der Haut, Akne, Bluthochdruck, starke Gewichtszunahme. Psychische Störungen, Sexualstörungen, Menstruationsauffälligkeiten, Harnsteine, Glukoseintoleranz, Hypokaliämie, erhöhte Anfälligkeit für Infekte, Osteoporose. Also ihr seht, Stress ist ein absoluter Killer. Stress killt euch, Stress killt alles, ja. Was haben wir hier noch? Aufgaben von Cortisol. Das wiederholt sich jetzt einiges. Funktionstests. Wie es gemessen wird, das haben wir alles schon gesagt. Okay, so ich denke, das reicht auch für heute aus für das Video hier. Wie gesagt, ich werde diese ganzen Berichte nochmal verlinken, um dir da ein bisschen zu helfen, dein Stresslevel in den Griff zu bekommen. Ja, und dann machen wir für heute hier Schluss, sonst wird das Video einfach nochmal zu lang. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und konnte ein bisschen was mitnehmen. Ich freue mich auch immer über Support. Daumen hoch. Liken, kommentieren, genau. Kannst ja mal ein bisschen was in die Kommentare schreiben, ja, wie es bei dir ist, wie dein Alltag so von Stress geprägt ist. Das interessiert bestimmt auch andere.
Abo ist mega, ja. Aber wie gesagt, alles weitere. So, und jetzt machen wir Schluss. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Stresslevel. Schau, dass du das in den Griff kriegst. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Dein Coach.